Gerade bin ich aus der Session zu E-Participation rausgekommen und fand eigentlich ganz interessant, oder man konnte wirklich sehen, anhand der Diskussion, dass wir doch wirklich ganz stark am Anfang stehen. Und dass oftmals die Diskussion aber in die Richtung geht, wenn eine Beteiligung stattfindet, muss sofort auch irgendwas umgesetzt werden. Also ich zum Beispiel mache die Erfahrung bei Frankfurt Gestalten, bei dem Projekt, was ich ja organisiere, dass oftmals die Bürger eigentlich schon froh sind, wenn sie einfach mal kommentieren können. Das heißt, wenn sie ihre eigene Meinung darlegen und die steht dann erstmal im Web. Oder aber dann auch eine Diskussion dazu führen. Das heißt, ich kriege eigentlich weniger Anfragen, dass die Leute dann direkt eine Umsetzung wünschen. Auch sicherlich, und das wird auch sicherlich mehr gefordert, aber es ist viel wichtiger, dass eine Diskussion generell geführt wird. Und deswegen bin ich etwas erstaunt, auch hier teilweise der Vorbehalte und Ängste gegenüber solchen Beteiligungsprozessen im Netz. Und vor allen Dingen wundere ich mich, dass es viel über das Was geht, aber gar nicht konkret schon, wie wir das einfach jetzt machen können. Wie viele verschiedene Beteiligungsformen, Prozesse es gibt, denn da gibt es ja eine ganze Bandbreite im Netz. Thema Open Data finde ich auch besonders spannend. Ich hoffe auch, dass wir dann in Diskussion noch drauf eingehen werden. Dass ich den Eindruck mache mit Verwaltung, mit denen ich zusammenarbeite und ich anfrage, dass die völlig vorurteilsfrei eigentlich in die Diskussion einsteigen. Das heißt, sie haben eigentlich gar nicht unbedingt Probleme damit, ihre Daten freizugeben. Die Schwierigkeit liegt eher darin, und das zeigt ja auch die Umfrage, die wir vorhin gesehen haben, dass Verwaltung, aber auch Bürger sich gar nicht vorstellen können, für was kann ich denn Open Data nutzen? Was ist der Mehrwert? Was bringt mir das eigentlich? Das heißt, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich werde direkt an IT-Verwaltungen verwiesen und die liefern mir jetzt die Daten.